Meine Damen und Herren, ich rufe auf Top 14, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, siebtes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 9138 aus 20. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten und Frau Ravensburg von der CDU bringt den Gesetzentwurf ein. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eltern, deren Kinder in Betreuungseinrichtungen oder in den Tageseinrichtungen sind, sollen eine legitimierte Stimme bekommen, damit sie auch gehört werden. Das war übrigens schon unser Motto, als wir in 2014 die Kita-Elternbeiräte verpflichtend in allen Kitas eingeführt haben. Heute bringen wir uns mit unserem Koalitionspartner, den GRÜNEN, einen Gesetzentwurf ein, um einen gesetzlichen Rahmen für Elternvertretung in der Kinderbetreuung auf Landes-, Jugendamts- und Gemeindeebene zu schaffen. Die Landeselternvertretung vertritt die Interessen der Eltern auf Landesebene. Zudem geben wir Elternvertretungen ein Informationsrecht in allen wesentlichen Angelegenheiten, die die Kinderbetreuung betreffen. Damit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Interessen der Kitas und auch der Tagespflegeeltern auf Landesebene noch besser zu berücksichtigen. Gleichzeitig schaffen wir den gesetzlichen Rahmen, dass auf Gemeinde- und auf der Ebene der Jugendhilfeträger ebenfalls Elternvertretungen gebildet werden können. Und ich will das auch noch einmal verdeutlichen. Wir fangen keineswegs bei Null an. Die Kita-Eltern werden selbstverständlich bereits auf Landesebene gehört. Und so waren sie gerade auch in der Corona-Zeit unser wichtiger Ansprechpartner, aber auch der der Landesregierung bei der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in den Kitas. Damit sich die Kita-Eltern aber auch vernetzen konnten, haben wir die Servicestelle der Kita-Eltern Hessen geschaffen, die die Kita-Eltern organisatorisch unterstützt und sowohl mit Personal als auch mit Sachmitteln ausgestattet. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass die Servicestelle im Landesjugendhilfeausschuss vertreten ist, denn dort gerade werden die Themen rund um die Kinderbetreuung vertieft besprochen. Künftig wird die Geschäftsstelle der Landeselternvertretung von dieser wertvollen Vorarbeit der Servicestelle der Kita-Eltern Hessen profitieren können und auch mit einer entsprechenden Finanzierung ausgestattet. Auch für die Fraktionen sind die Kita-Eltern längst wichtige Ansprechpartner geworden. Sie sind bereits regelmäßig an Anhörungen des Landtags im Bereich der Kinderbetreuung eingebunden. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei der LAG der Kita-Eltern Hessen bedanken. Und ich sehe da auch schon Beobachter, die, glaube ich, der Sitzung heute beiwohnen. Denn wir haben als Koalition im Vorfeld unseres Gesetzentwurfs viele Gespräche mit den Kita-Eltern über die Ausgestaltung der Elternvertretung führen können. Ihre Vorstellung haben wir als Grundlage für unseren Gesetzentwurf zugrunde gelegt. Und in groben Zügen will ich unser Konzept zur Schaffung einer Landeselternvertretung an dieser Stelle vorstellen. Wir bauen auf den bereits im Kinderförderungsgesetz aus 2013 verankerten Kita-Elternbeiräten auf, die seither flächendeckend in allen Kitas in Hessen unabhängig vom Träger gewählt werden. Und wir beziehen die Tagespflege mit ein. Das ist, meine Damen und Herren, bundesweit einmalig. Alle Elternvertreter aus den Kitas, egal von welchem Träger, oder aus der Tagespflege können dann ihre Delegierten direkt in die Landesversammlung wählen. Unser Ziel ist es nämlich, eine möglichst schlanke Struktur zu schaffen, damit sich die Landesversammlung schnell konstituieren kann und nicht auf die Wahl von Vertretern auf Gemeinde- oder Jugendamtsebene warten muss. Die Landesvertretung wird bei ihrer Arbeit, wie erwähnt, durch eine Geschäftsstelle unterstützt,
die in Nachfolge der Servicestelle dem Vorstand zuarbeiten wird. Zudem schaffen wir mit diesem Gesetz die Rahmenbedingungen für die Bildung von Kita-Elternbeiräten auf Gemeindeebene oder der Ebene der Jugendhilfeträger. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang will ich auch daran erinnern, dass wir nach wie vor sehr unterschiedliche Strukturen in der Elternvertretung auf Gemeinde- und Jugendamtsebene haben. Es gibt Kommunen wie z.B. die Stadt Frankfurt, die schon eine Elternvertretung, einen Stadtelternbeirat der kommunalen Kitas hat. Diese Elternarbeit, die finden wir sehr wertvoll, die hat sich strukturiert, und die wollen wir mit unserem Gesetzentwurf nicht kaputt machen, sondern wir ermöglichen auch dort die Bildung von trägerübergreifenden Elternvertretungen, sofern gewünscht. Und ich möchte an dieser Stelle auch darauf aufmerksam machen, dass Kitas nicht mit unseren Schulen zu vergleichen sind, weil das auch im Vorfeld von anderen Fraktionen so gesehen wurde. Wir haben 1.808 Schulen, und dagegenüber stehen 4.100 Kitas gegenüber mit einer völlig unterschiedlichen Trägerstruktur, die ganz anders zu erreichen sind als eine einfache Mail, die die Schulen informieren könnte. In diesem Gesetz verlängern wir, das möchte ich auch hinzufügen, zudem die Übergangsregelung zur Umsetzung des § 25c HKJGB um 2 Jahre. Wir machen das, weil die gegenwärtig stark steigenden Kinderzahlen auch wegen dem Hinzukommen der Kinder aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern und steigende Kinderzahlen bei uns selbst dies unbedingt erfordern. Wir lassen die Kommunen, die Träger, aber auch die Eltern nicht im Stich, die dringend einen Betreuungsplatz brauchen. Und wir danken an dieser Stelle ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas, die die Qualitätsverbesserung gerne früher umgesetzt hätten. Gleichzeitig intensivieren wir unsere Anstrengungen, um weitere Menschen für den so spannenden Erzieherberuf gewinnen. Und wir werden auch in dem kommenden Doppelhaushalt dort klare Strukturen setzen. Meine Damen und Herren, wir haben bereits im Ausschuss die Weichen für die Anhörung gestellt. Und deshalb bitten wir heute um Zustimmung für unseren Gesetzentwurf und freuen uns auf die weiteren Beratungen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ravensburg. Für DIE LINKEN hat sich Frau Heimer zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Landeselternbeirat für die Kitas soll in Hessen Realität werden. Endlich. Endlich, endlich. Das ist die gute Nachricht des vorliegenden Gesetzentwurfs von Schwarz-Grün und ist längst überfällig, dass die Regierungsfraktionen hier handeln. Denn bereits 2019 hätte es mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP eine gute Vorlage gegeben, um einen Landeselternbeirat für die Kitas mit einigen Änderungen nach der Anhörung Realität werden zu lassen. Sie wollten das damals nicht. Ich habe mir einmal in den Protokollen angeschaut, welche Gründe Sie damals vorgebracht haben, die gegen den Gesetzentwurf von 2019 aus Ihrer Sicht sprachen, und diese nun mit Ihrem eigenen Gesetzentwurf abgeglichen. Frau Anders formulierte damals z.B. in der zweiten Lesung, ich zitiere, ohne ein festes Fundament und ohne einen Unterbau wird das Dach des Landeselternbeirates wackelig werden, und bezog sich dabei auf die dringende Notwendigkeit, mehr Stadt- und Kreiselternbeiräte zu schaffen. Sehr richtig, Frau Anders. Nur leider hat sich seit 2019 in diesem Bereich nur sehr wenig getan. Liegt das vielleicht daran, dass das Land das Thema seitdem nicht so richtig ernst genommen hat
oder dass Angehörige der Regierungskoalition in dem kommunalpolitischen Gremium gegen genau solche Initiativen gestimmt haben, so wie erst kürzlich in Groß-Gerau? Ich dachte, ich könnte jetzt wenigstens in Ihrem Gesetzesentwurf die entsprechenden Regelungen für einen notwendigen Unterbau erkennen. Leider muss ich feststellen, dass Sie es bewusst vermieden haben, einen gesetzlich verpflichtenden Rahmen zu schaffen, damit wir bald überall Stadt- und Eltern- und Kreiselternbeiräte für die Kitas in Hessen vorfinden. Sie beschränken sich auf eine Kann-Regelung, wo es einer zwingenden Verpflichtung bedurft hätte. Bezugnehmend auf Ihre eigenen Aussagen, Frau Anders, wie wackelig wird Ihr Konstrukt also stehen? Frau Ravensburg formulierte damals den hehren Grundsatz, wem sollte man bei einem Gesetz für die Eltern in den Kitas mehr vertrauen als den Kita-Eltern selbst? Wahre Worte, Frau Ravensburg. Nur, warum tun Sie es da nicht? Ich finde es schon befremdlich, dass die Vertreterinnen der LAG Kita-Eltern Hessen, die Sie zur Vorstellung Ihres Gesetzesentwurfs aufs Podium geholt haben, Ihren Gesetzesentwurf gar nicht kannten. Wenn ich mir den Gesetzentwurf aber anschaue und dann mit den Eckpunkten der LAG vergleiche, wird mir auch vollkommen klar, warum Sie den Gesetzentwurf zuvor mit den Mitgliedern der LAG nicht ordentlich vorgestellt haben. Die Forderungen der Kita-Eltern, nämlich eine von der Basis wachsende Struktur, hat mit Ihrem Ansatz einer Direktwahl an allen anderen Beiräten vorbei schlicht gar nichts zu tun. Das heißt, Sie haben den Gesetzentwurf von SPD und FDP 2019 abgelehnt, weil diese nicht das Ehrenamt ausreichend berücksichtigt hätte, und machen jetzt genau dasselbe. Sie haben die Eckpunkte der LAG Kita-Eltern Hessen mit Ihrem Gesetzentwurf völlig negiert. Sie nennen das schlank und effizient. Ich nenne es Ignorieren von 5 Jahren ehrenamtlicher Arbeit der Kita-Eltern. Apropos schlank und effizient, noch ein schönes Zitat von Frau Anders. Die Eltern wollen jetzt nicht auch noch mit irgendwelchen schwammigen Gesetzen konfrontiert werden, sondern sie wollen ein Gesetz, das ihnen Sicherheit gibt und ihnen sagt, was sie wann und wie tun können. Es wäre sehr schön gewesen, wenn Schwarz-Grün dieselben Vorgaben für das eigene Gesetz zur Grundlage gemacht hätte. Stattdessen lagern Sie fast alle wesentlichen Punkte in eine Verordnung aus, die dann ohne Beteiligung des Parlaments beschlossen werden soll. Ich will nur einmal das Wahlverfahren als Beispiel hervorheben. In der Pressekonferenz haben Sie so nebenbei angekündigt, dass es ein digitales Wahlverfahren zur Landeselternversammlung geben soll. In Ihrem Gesetzentwurf finde ich dazu kein Wort. Das ist doch ein völlig unangemessener Umgang, der eben keine Rechtsklarheit schafft. Und gehen Sie ernsthaft davon aus, dass Sie mit solchen Leerstellen eine Landeselternvertretung bis April 2023 bilden können, so wie Sie es auf der Pressekonferenz den Vertreterinnen der LAG Kita-Eltern zugesichert haben? Ich glaube das nicht. Das Gesetz tritt frühestens im Dezember in Kraft. Dann müssen Sie die Rechtsverordnung erlassen. Dann müssen Sie Ihr digitales und rechtssicheres Wahlverfahren entwickeln. Sie müssen die Kommunen einbinden, um an die Daten der Anspruchsberechtigten zu kommen und so weiter. Ich sage Ihnen voraus, eine Landeselternvertretung der Kitas wird es im April geben, aber vermutlich lautet das Jahr dann eher 2025. So wie diese Landesregierung arbeitet. Und dann, dies wollen wir heute nicht vergessen, gibt es auch noch den Artikel 2 im Gesetzentwurf. Schwarz-Grün möchte den Fachkraft-Kind-Schlüssel an unseren hessischen Kitas für weitere 2 Jahre aussetzen. Das ist ein fatales Zeichen, welches in eine vollkommen falsche Richtung weist. Offensichtlich hat Schwarz-Grün beim Streik der Sozial- und Erziehungsdienste im Frühjahr nicht aufgepasst. Alle Beschäftigungen rufen nach Entlastung, um sinnvolle pädagogische Arbeit leisten zu können.
Von Schwarz-Grün gibt es stattdessen noch mehr Belastungen. So treiben Sie die Fachkräfte aus den Kitas, die unter solchen Bedingungen nicht mehr den Kopf hinhalten wollen. Sie machen denselben Fehler wie in der Pflege. Sie können noch so viele neue Ausbildungsplätze schaffen, wenn Sie die Arbeitsbedingungen nicht spürbar verbessern. Ist am Ende das nur noch ein Stopfen von immer größeren Löchern. Wir müssen die Kitas so aufstellen, dass Fachkräfte bleiben, dass neue nicht gleich wieder gehen und aus dem Beruf gegangene Fachkräfte zurückkehren. Nur so kann dem Erzieherinnenmangel wirksam begegnet werden. Aus all diesen Gründen sage ich Ihnen voraus, dass es vermutlich am Ende des Gesetzgebungsverfahrens keine Zustimmung zu diesem Entwurf von uns geben wird. Aber vielleicht folgen Sie ja nach der Anhörung dem Ratschlag der Kollegin Ravensburg aus 2019. Wenn Sie klug wären, würden Sie Ihren Gesetzentwurf jetzt zurückziehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Heimer. Für die FDP hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Rock, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 5 Jahren haben die Freien Demokraten das erste Mal eine Initiative gestartet im Hessischen Landtag, um den Eltern der Kitas in unserem Land eine Stimme zu geben. Warum war das so notwendig? Weil die Weiterentwicklung der Kitas Unterstützung braucht, weil es kein Bundesland gibt, das die Kitas weniger unterstützt als Hessen, weil ganz viele Herausforderungen für die Kommunen und für die Eltern anstehen, die hier im Land Unterstützung brauchen. Ob das die Erzieherausbildung ist, ob das die ausreichende Anzahl von Erzieherinnen und Erziehern ist, um überhaupt die Qualität und die Plätze ausbauen zu können. Und die Regelungen für die Verbesserung der Qualität, für die Förderung unserer Kinder. Und sehr geehrte Damen und Herren, in diesen 5 Jahren ist in unserem Land viel zu wenig passiert für unsere Kinder. Und das liegt auch daran, dass in diesen 5 Jahren die Kinder und die Eltern zu wenig Stimme hier in der Wiesbadener Politik hatten. Und nie ist das deutlicher geworden als in der Corona-Krise. Als sich auch eine Elterninitiative gegründet hat, Familie in der Krise, als die Eltern in Verzweiflung hier vor dem Landtag und vor der Staatskanzlei demonstriert haben und wo sie sich verlassen gefühlt haben von dieser Landesregierung und verlassen waren. Die Landesregierung sprach nur mit den Spitzenverbänden der Kommunen, mit den Bürgermeistern. Die Eltern hatten keine ausreichende Stimme, und das konnte man auch in den Handlungsempfehlungen dieser Landesregierung sehr schnell ablesen. Und ich erinnere mich noch gut daran, was vor 5 Jahren, und wir haben ja zusammen mit der SPD dann noch einmal einen Anlauf gemacht, was die Argumente waren. Die Argumente, warum man keinen Landeselternbeirat einrichten konnte. Und Frau Ravensburg, ich bin schon ein wenig enttäuscht von Ihrem Vortrag. Wenn Sie hierher gehen und sagen, toll, dass wir einen Landeselternbeirat für Kitas kriegen sollen, bekommen sollen in Hessen, ohne ein Wort zu der Vorgeschichte zu sagen und ohne ein Wort dazu zu sagen, warum Sie 5 Jahre lang diese Initiative abgelehnt haben. Warum die Argumente, die Sie damals ins Feld geführt haben, in Ihrem jetzigen Gesetzentwurf gar keine Berücksichtigung gefunden haben. Das kann man ganz schnell nachlesen, Herr Bellino, weil der Gesetzentwurf nur wenige Sätze umfasst. Das ist sehr leicht nachzulesen. Da braucht man keine 5 Minuten für. Und dafür haben Sie 5 Jahre gebraucht, Herr Bellino. Das ist leider eine sehr, sehr geringe Leistungsbilanz, sehr geehrte Damen und Herren.
Lassen Sie mich mal kurz das Positive beleuchten. Das Positive ist, dass jetzt auch in Hessen als dem letzten oder einem der letzten Bundesländer in Deutschland die Eltern eine Stimme bekommen werden. Es wird nicht eine Stimme sein, die auf die Strukturen von städtischen und Kreiselternvertretungen zurückgreifen können. Das wird es für die, die dort dann für die Eltern sprechen, schwieriger machen, sehr viel schwieriger. Und mir ist auch noch nicht so ganz klar, wie denn dann dieser demokratische Prozess überhaupt gestaltet werden soll. Und das Argument, es gibt ja nur 1.300 Schulen und mehr als 4.000 Kita-Einrichtungen, ist natürlich im Zeitalter der Digitalisierung und der E-Mail einfach überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Natürlich ist jeder Kreis in Austausch mit jeder Tageseinrichtung, weil jede Tageseinrichtung muss regelmäßig melden, wie viele Erzieher sie hat. Sie müssen sich genehmigen lassen. Sie müssen permanent Daten an die Landkreise melden. Sie sind im permanenten Austausch mit ihren kommunalen Gebietskörperschaften, weil sie in der Regel natürlich die Finanzierung organisieren. Das ist natürlich ein völlig vorgeschobenes Argument, dass das nicht zu organisieren wäre. Völlig vorgeschoben, nicht nachvollziehbar. In Wirklichkeit, sind Sie eingeknickt vor der kommunalen Blockade kommunaler Hauptamtlicher, die einfach keine Elternvertretung möchten in ihren Landkreisen oder ihren Kommunen, weil sie nämlich Angst haben, dass dort Anforderungen formuliert werden, denen sie nicht gerecht werden können. Und jetzt will ich mal die Landräte und die Bürgermeister in Schutz nehmen. Warum können die diesen Anforderungen nicht gerecht werden? Weil Hessen sich dermaßen zurückhält bei der Unterstützung der Kommunen, der finanziellen, und sie auf der anderen Seite Hessen auch nicht sicherstellt, dass es ausreichend Fachkräfte gibt, um die Anforderungen in den Kommunen und den Landkreisen überhaupt erfüllen zu können. Und deshalb haben die Landräte und die Bürgermeister Angst, solche Vertretungen zuzulassen. Und darum ist es aber falsch, dass wir in diesem Gesetzentwurf nicht sicherstellen, dass es auch zu Vertretungen auf Kreis- und Stadtebene kommt, weil unsere Kinder sowohl in den Städten als auch in den Landkreisen und hier im Hessischen Landtag eine Stimme brauchen, sehr geehrte Damen und Herren. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt notwendig ist, dass die Eltern schnell eine Stimme bekommen. Wir haben nächstes Jahr Wahl. Das ist jedem bekannt. Und die Eltern wollen sicherlich demokratisch legitimiert auch Forderungen formulieren für so eine Wahl. Und darum ist es notwendig, dass die Elternvertretung auch im Frühjahr des nächsten Jahres sich noch konstituieren kann. Ich erwarte von Ihnen, Frau Ravensburg, Frau Anders, dass hier an diesem Pult den Eltern auch mal klar gemacht wird oder deutlich gemacht wird, bis wann denn eine arbeitsfähige Elternvertretung in Hessen möglich sein wird, weil das ist die wichtigste Botschaft für die Eltern. Werden Sie demokratisch legitimiert für die Eltern vor der nächsten Wahl auch Ihre Interessen formulieren können oder nicht? Das ist ein ganz zentrales Anliegen der Eltern. Dazu müssen Sie, Sie haben jetzt ja schon gesprochen, Frau Ravensburg, dazu muss Frau Anders hier an diesem Pult auch eine klare Aussage an die Eltern machen, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Rock, ich weise auf die Redezeit hin, damit Frau Anders reden kann. Ja, ich sehe hier noch 16 Sekunden. Also von daher, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Präsident, es freut mich, dass auch in Hessen eine Vertretung der Eltern jetzt auf den Weg gebracht wird. Aber es ist nur der erste Schritt. Und der zweite und der dritte Schritt müssen jetzt auch noch folgen. Und wenn Sie das nicht hier selbst machen, dann muss es eben nach der nächsten Landtagswahl folgen. Unser Gesetzentwurf liegt vor. Den kann man ja jetzt oder der wird jetzt zeitgleich angehört. Und dann können wir ja mal die Anhörungsunterlagen auswerten. Und dann ist vielleicht auch schon klar, wo denn die Nachbesserungsmöglichkeiten in Ihrem Gesetzentwurf sind. Und ich bin sehr gespannt, ob Sie in der Lage sind, Ihren Gesetzentwurf auch noch zu verbessern. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Wie schon angedeutet, für Bündnis 90 Die Grünen spricht nun Frau Anders. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich jetzt erst einmal, dass wir heute unseren Gesetzentwurf
zur Einrichtung einer Landesvertretung von Kita- und Tagespflegeeltern einbringen können. Es ist ein wichtiges Signal an alle Eltern in Hessen für mehr Beteiligung und für mehr Mitsprache. Die Landeselternvertretung ist erklärtes Ziel dieser Koalition, und deswegen haben wir auch lange an einem rechtssicheren Gesetzentwurf gearbeitet. Vor allem haben wir aber an einem pragmatischen und umsetzbaren Wahlverfahren gearbeitet. Deswegen möchte ich auch gerne gleich auf die Kritik der LINKEN eingehen, weil es ist uns sehr wohl wichtig, dass Eltern nicht in mehreren Gremien gleichzeitig sitzen müssen, um eine Landeselternvertretung wählen zu können und auch kandidieren zu können. Das direkte Wahlverfahren entlastet Eltern und verteilt die Arbeit auf mehrere Schultern. Das ist ein wichtiger Punkt in unserem Gesetz. Eltern als ErziehungspartnerInnen und als Expertinnen ihrer Kinder und als wichtiger Teil gelingender frühkindlicher Bildung sollen auf Landesebene gehört werden, und sie sollen mitreden können. Und deswegen sollen nun auch Kita-Eltern und auch die Eltern der Kindertagespflege eine demokratisch gewählte und legitimierte Vertretung erhalten. Und so bekommen Eltern die Möglichkeit, mit einer Stimme zu sprechen, egal ob ihre Kinder in einer kommunalen, in einer kirchlichen oder einer freien Einrichtung sind. Und diese trägerübergreifende Gremienzusammensetzung war allen Beteiligten besonders wichtig. Und so wird ein starkes Sprachrohr für Kita-Eltern auf Landesebene etabliert. Und deswegen bin ich schon einigermaßen verwundert, dass hier gesagt wird, es wäre nicht auf die Punkte der LAG Kita-Eltern Essen eingegangen. Ich glaube, dass einiges übernommen wurde. Ja, in manchen Punkten haben wir jetzt einen anderen Weg gewählt. Wir sind in intensivem Austausch. Und das macht aber sicherlich nicht das Ziel strittig und schon gar nicht den Gesetzentwurf, den wir ja auch möglichst schnell dann in die Umsetzung bringen wollen. Schon seit vielen Jahren finanziert das Sozialministerium die Servicestelle der LAG Kita Eltern Hessen. Und wenn man meine VorrednerInnen hier gerade gehört hat, dann ist man einigermaßen verwundert, weil weder haben wir geschlafen, noch hat die Servicestelle nicht ihre Arbeit gemacht. Ganz im Gegenteil, wir bedanken uns für diese wertvolle Arbeit. Denn diese Arbeit hat dafür gesorgt, dass der Unterbau um einiges besser ist, als er noch vor 3 Jahren war. Es sind viele kommunale Elternvertretungen entstanden. Die Servicestelle hat großartige Arbeit geleistet. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und diese Servicestelle wird weiterhin Bestandteil sein als zukünftige Geschäftsstelle. Sie wird weiterhin vom Land Hessen unterstützt werden, auch mit mehr Mitteln, damit eben die Ehrenamtlichen, die dann in der Kita-Elternvertretung tätig sind, auch ordentlich unterstützt werden können. Und Frau Ravensburg hat es schon gesagt, unser Gesetzentwurf sieht ein schlankes Wahlverfahren vor, und wir möchten, dass das möglichst schnell auch etabliert werden kann. Das Gesetz wird zum 01.01. in Kraft treten, und ich bin sehr optimistisch, dass in der gemeinsamen Arbeit mit den LAG Kita-Eltern Hessen, mit dem Ministerium, das jetzt gemeinsam auch an einer Verordnung arbeitet, dass wir möglichst schnell eine Möglichkeit finden, auch alle Gremien zu wählen und zu besetzen, sodass also im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres die Arbeit tatkräftig beginnen kann. Und Herr Rock, ich kann Ihnen versichern, ich freue mich genauso darauf, dass dann Kita-Eltern mit einer Stimme und nicht mit Partikularinteressen, sondern mit einer Stimme legitimiert gewählt ihre Forderungen für die nächste Landtagswahl auch aussprechen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Eltern sind wichtige Akteure in der Bildungsbiografie ihrer Kinder. Eltern sind PartnerInnen der Einrichtungen, und deswegen ist ihre Expertise so wichtig. Mit einem Gesetz zu einem Landeselternbeirat fördern wir Mitbestimmung und
und Mitsprache. Deswegen freue ich mich auf die Beratungen. Wir werden ja zwei Gesetzentwürfe beraten, und wir werden dann sicherlich noch um die eine oder andere Sache streiten. Aber hier streiten wir sicherlich nicht um ein anderes Ziel, sondern das Ziel ist klar. Wir wollen mehr Mitsprache in Hessen. Wir wollen eine Landeselternvertretung, die einen ganzen Blick auf alle Kita-Eltern und auf die Eltern der Kindertagespflege hat. Herzlichen Dank. Danke, Frau Anders. Für die AfD hat sich Frau Pabst-Dippel gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nichts ist gut in der Kinderbetreuung. Es war nicht gut, sonst hätte man keine Strategie zur Qualitätsverbesserung gebraucht und kein Gute-Kita-Gesetz. Es ist seit den nicht enden wollenden und mittlerweile irrationalen Corona-Maßnahmen schon gar nichts mehr gut. Und durch die Ausweitung garantierter Ganztagsbetreuung in der Grundschule wird es auch in Zukunft nicht besser werden. Daran werden Elternvertretungen erst einmal nichts ändern können. Die vergangenen Bundesregierungen haben ohne Überprüfung des Ist-Zustandes, der Umsetzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene und genauer Bedarfsanalyse praktisch eine Betreuungsgarantie für jedes Kind gesetzlich eingeführt. Die Betreuungsquote ist nicht umsetzbar. Dennoch werden als Fachkräfte in der Wirtschaft auch gerne Mütter angeworben, und die U3-Betreuungsquote steigt auf über 30%. Und nun zu Ihrem Gesetzentwurf, werte Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Ich habe es schon einmal gesagt, die frühen und Entwicklungsjahre der Kinder sind prägend für das gesamte Leben, und Eltern möchten über die Betreuung ihrer Kinder mehr Mitspracherecht bei Gesetzesinitiativen und politischen Rahmenbedingungen. Über dieses Recht muss man nicht streiten. Und diese Beteiligung wurde auf Landesebene schon lange versprochen. Meine Vorredner haben es angedeutet und offenbar immer wieder hinausgezögert. Die Kollegen der Freien Demokraten und der SPD wurden dazu ja auch schon initiativ. So sollte man mit Eltern aber nicht umgehen. Das immer zu verschieben, war denn auch die Botschaft während der Debatte. Aber wobei genau gibt es Mitspracherecht der Eltern auf Kita-Ebene? Was sind wesentliche Entscheidungen, bei denen Eltern mitwirken können? Schon beim Gesetzentwurf der Freien Demokraten habe ich mich gefragt, ob eine Beteiligung bei Fragen des Betretungsverbotes und dem allgemeinen Corona-Maßnahmenirrsinn auf Landesebene möglich gewesen wäre. Die Eltern waren massiv überlastet durch die nicht reguläre Betreuung ihrer Kinder. Die Kinder wurden in ihren Rechten beschnitten, und die psychische Belastung wird noch lange nachbehandelt werden. Man hätte im Gesetzentwurf der Freien Demokraten fast eine mehr oder weniger formulierte Kritik der Corona-Maßnahmen, die sie selber mitgetragen haben, denken können, aber wohl nur fast. Und gehört zu den wesentlichen Entscheidungen über die Erziehung auch eine Mitwirkung bei Erziehungsplänen oder bei pädagogischen Entscheidungen? Das werden wir sehen. Ich habe es nicht gelesen. Das Ziel muss immer die beste Betreuung von Kindern im Einvernehmen mit den Eltern sein. Und nun kommen wir zum eigentlichen Problem. Elternvertretungen, so richtig und so wichtig wie sie sind, können das Problem des Personalmangels nicht ändern. Die Presse titelte neulich Fachkräftemangel von dramatischem Ausmaß oder Kollaps des Betreuungssystems. Man liest davon, dass der garantierte Betreuungsplatz doch nicht überall gegeben ist und sogar geklagt wird. Daran können die Elternvertretungen auch erst einmal nichts ändern. Während der letzten Sitzung des Sozialausschusses sind die Maßnahmen der Leitungsfreistellung als qualitätsverbessernde Maßnahmen gelobt worden. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dennoch einen Mangel an Erzieherinnen gibt. Hier bleiben die Elternvertretungen machtlos. Es gibt immer wieder eine Diskrepanz zwischen den Schilderungen des Ministeriums, wie z. B. aus den Antworten zum Berichtsantrag der Freien Demokraten mit der Drucksachennummer 20/8163 zu entnehmen sind. Ich verstehe die Bemühungen zur Verbesserung der Betreuungssituation in einzelnen Handlungsfeldern, besonders dem Fachkraft-Kind-Schlüssel.
Dennoch kann es nicht sein, dass zwar Kennzahlen und Zielerreichung sehr gut aussehen, aber man dann über Sätze stolpert wie, ich zitiere, es ist darauf hinzuweisen, dass der absolute Zuwachs nicht ausschließlich der qualitativen Verbesserung dient, sondern zum Teil auch aus einem Zuwachs an Betreuungskapazitäten resultiert. Gleichzeitig liest man in der Presse, dass immer steigende Nachfrage nicht durch eine Erhöhung der Kapazitäten gedeckt ist und die Kommunen große Finanzierungsprobleme haben. Die Kinder aus der Ukraine kommen ja jetzt auch noch dazu. Das passt nicht zusammen, und auch hier werden Elternvertretungen keine Abhilfe schaffen können. Dennoch würden wir dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, da Elternvertretungen eventuelle Probleme z. B. bei der Einhaltung von Mindeststandards auf lokaler Ebene, dann auch auf höheren Ebenen bis hin zur Landesebene besser thematisieren können. Wir haben aber noch ein Problem mit der Änderung des § 57 Absatz 1, in dem die Übergangsregelung für die Erfüllung eben dieser Mindeststandards für weitere 2 Jahre verlängert wird. Es reicht eben nicht, immer mehr Kinderbetreuung anzubieten und zu garantieren und auf einigen Handlungsfeldern Verbesserungen einzuführen. Wir benötigen qualifiziertes und motiviertes Personal, Betreuungskontinuität durch gute Arbeitsbedingungen, baulich gute Kitas und Ressourcen für Aufgaben wie Inklusion, Integration, Sprachförderung und weitere Aufgaben in der Kinderbetreuung. Wir sind sehr gespannt auf die weiteren Beratungen, die uns ja vielleicht ein positiveres Bild der Lage aufzeigen. Wenn die qualitative Verbesserung der Kinderbetreuung das oberste Ziel ist, dann darf es keine Übergangsregelungen bei Mindeststandards geben, auch wenn ein Entgegenkommen für die Träger ist. Das wichtigste Ziel für Eltern und Kinder muss optimale Betreuung sein, die der elterlichen Betreuung möglichst nahe kommt. Dann könnte die Arbeit einer Kita-Elternvertretung auf Landesebene auch richtig Spaß machen. Vielen Dank. Danke, Frau Papst-Dippel.